In diesem Video zeige ich dir, wie man Lebensmittel, in diesem Fall Petersilie, länger haltbar machen kann. Länger als einen Monat. Ich habe richtig gewaschen und mit Salz, ein Löffel Salz im Wasser, dann abgetrocknet, abgeschnitten und in ein Glas, getrocknetes, sauberes Glas, ein Küchentuch getan und dann drauf die Petersilie, die geschnittene Petersilie getan. Das Glas abschließen und so kannst du länger als einen Monat im Kühlschrank aufbewahren. Der zweite Trick wäre, in eine Tüte schweißen. Die Petersilie hält wirklich auch im Kühlschrank länger als einen Monat mit diesem Trick. Nimmst du eine Schüssel mit Wasser und tust du die Tüte für 10-20 Sekunden in Wasser, damit die Luft rauskommen kann, so wie ich in diesem Video mache. Und dann die Tüte abschließen und fertig ist dieser wunderbare Trick mit geschweißter Petersilie. Andere Trick wäre mit Knoblauch, wie du Knoblauch schnell schälen kannst. Einfach, wie ich in diesem Video zeige. Schneidest du eine Knoblauchknolle, so wie ich gemacht habe, dann tust du im Glas eine, zwei Minuten schütteln und so hast du Knoblauch so schnell geschält. Geschälte Knoblauch in ein Glas hält so ungefähr eine Woche. Mit Olivenöl kannst du länger als einen Monat im Kühlschrank aufbewahren. Probiere unbedingt diese Tipps einmal aus.